Hallo ihr lieben Leseratten und herzlich willkommen zum Video für diese Woche. Diesmal geht es um, wie schön alles begann und wie traurig alles endet. Von Dirk Bernemann, das ist ein aktueller Roman, denke ich zumindest. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er inzwischen wieder was Neues rausgebracht hat. Aber ja, das ist so das Aktuellste, was ich derzeit von ihm da habe. Und ich habe es jetzt auch erst gelesen. Normalerweise habe ich Dirk Bernemann Bücher direkt gelesen, nachdem ich sie mir gekauft habe. Bei dem hatte ich jetzt so meine Bedenken und deswegen lag das auch noch eine Weile auf dem Buchstapel. Ich hätte es dazwischen schieben können bei dem alten Buchstapel, weil ich schon lange da hatte. Ich glaube seit März oder irgendwann, ich weiß gar nicht genau wann es rauskam, März oder April. Und steht auch nicht da. Es kam auf jeden Fall dieses Jahr raus, aber wann genau weiß ich jetzt nicht mehr. Ich denke es war im März. Und ja, es lag aber noch eine Weile da, weil ich eben so meine Zweifel hatte. Nach Die Zukunft ist schön, nach diesem hier, dieser Utopie, die Dirk Bernemann geschrieben hatte, war ich ein bisschen skeptisch, was das nächste Buch betreffen würde. Und deswegen habe ich es auch jetzt erst gelesen. Habe mich jetzt reingesetzt und dann sage ich mal später noch dazu, wie ich es fand. In dem Buch geht es um einen Mann, der, so Ende 30, Anfang 40 ist. Er hat früher in einem Dorf gelebt und war dort Mitglied einer, Gang, ich weiß nicht, so eine Jungsgruppe namens Tiefgaragenpunks, so haben sie sich selbst genannt. Die waren halt so ein bisschen die Außenseiter und die hatten sich immer in eine Tiefgarage getroffen, sich dann dort unterhalten und sich überlegener gefühlt als ihre Umgebung. Und irgendwann mussten sie aus der Tiefgarage dann raus. Sie haben sich immer noch Tiefgaragenpunks genannt, aber sie waren halt nicht mehr in der Tiefgarage. Es war eigentlich nur eine ziemlich kurze Zeit. Sie haben dann später woanders rumgehangen. Und da gab es dann noch so ein sehr traumatisches Erlebnis mit einem Kaninchen. Deswegen vermutlich auch das Cover und die Rückseite mit dem Kaninchen. Wäre jetzt meine Vermutung. Ich denke, damit liege ich richtig. Und er ist dann später aus dieser Dorfidylle ausgezogen und in eine größere Stadt, wo er jetzt auch lebt in der Gegenwart, was er uns erzählt. Dort berichtet er uns über seine Umgebung, dort wo er lebt und halt eben die Großstadt, seine Nachbarn oder seine Nachbarin, die häusliche Gewalt erfährt und Xavier Naidoo hört, wenn ihr Freund dann weg ist. Seine Freunde, seine Familie, auch was aus seinem Vater geworden ist und seine Liebe, seine Ängste und er erzählt uns was über einen unsichtbaren Krieg, der an jeder Häuserecke zu spüren ist und immer allgegenwärtig ist, den aber scheinbar außer ihm sonst niemand sehen kann. Solche Sachen. Ja, das ist so das, worum es geht. Das ist so eine richtige Handlung hat das Buch jetzt nicht unbedingt. Also der größte Teil besteht aus Gedanken, die unser Protagonist hat. Ich glaube, er hat auch keinen Namen gekriegt, also ich erinnere mich überhaupt nicht dran, ob er einen Namen hatte, muss ich sagen. Wenn, dann war es irgendein Name, den ich direkt wieder vergessen habe, weil ich habe den irgendwie überhaupt nicht im Gedächtnis behalten. Aber ich glaube sogar, er hatte gar keinen Namen. Vom Unterhaltungswert ist das Buch jetzt in meiner persönlichen Dirk Bernemann-Skala so auf Höhe mit Vogelstimmen. Vogelstimmen fand ich nicht besonders gut. Und das Buch war auch eher so mittelmäßig. Es hat mir leider nicht sehr gut gefallen, muss ich sagen. Es liegt aber höchstwahrscheinlich an Die Zukunft ist schön, dass das Buch bei mir nicht landen konnte. Weil durch Die Zukunft ist schön die Messlatte, meine Erwartungshaltung ganz einfach sehr, sehr, sehr hoch angesiedelt war. Und dieses Buch hier, dieser Roman, der ist dann eher ein Schritt zurück zum alten Dirk Bernemann vor der Utopie. Und ich konnte diesen Schritt zurück irgendwie nicht gehen, ganz einfach. Und deswegen hat mir das Buch auch jetzt nicht so sehr zugesagt, muss ich sagen. Es gab ein paar Kapitel, die mir gefallen hatten. Ich fand die Geschichte mit den Tiefgaragenpunks sehr interessant. Das hat mir alles sehr, sehr zugesagt. Aber die Gegenwart fand ich doch relativ langweilig, muss ich sagen. Es war halt, es war das Dirk Bernemann typische Zeugs, was er eben so dem Leser bieten möchte. Und
ja, nicht mehr und nicht weniger, ganz einfach. Und ich habe mir aber mehr erhofft von dem Buch. Leider, es ist sehr schade, aber es hat mir leider nicht so gut gefallen. Und ich weiß auch nicht, wie es jetzt weitergehen soll mit Dirk Wernemann und mir, muss ich sagen, weil ich nicht weiß, was er eben noch so rausbringen wird in nächster Zeit. Ich habe Hoffnung, dass es vielleicht was wird, was mir dann auch gefallen könnte, eventuell, aber die Messlatte liegt immer noch sehr, sehr hoch und das Buch, das konnte die Messlatte leider nicht weiter runterziehen. Weil ich durch die Zukunft ist schön eben gesehen habe, was Dirk Wernemann eigentlich schaffen kann mit einem Buch. Und ja, ich weiß nicht, wieso er das jetzt einfach nicht mehr gemacht hat bei dem Buch. Vielleicht ist es einfach, ist es wahrscheinlich einfach mein Fehler. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, wenn Leute mich jetzt steinigen wollen oder so. Aber mir hat das Buch einfach im Vergleich zu seinem letzten vorherigen nicht gefallen. Ganz einfach. Finde ich sehr schade, weil Dirk Wernemann ist ja mein deutscher Lieblingsautor und ist ein bisschen schade. Ich war sehr enttäuscht, dass es mir nicht gefallen hat. Ich weiß auch nicht, wem ich dafür jetzt die Schuld geben kann und deswegen lasse ich es auch einfach. Das Buch ist wieder im Unsichtbar Verlag rausgekommen, wie man da unten sehen kann, und kostet 9,99 €. Es hat insgesamt 188 Seiten und hier hinten ist dann noch Werbung. Für die Zukunft ist schön zum Beispiel. Oh, ich hab mir nur die Werbung durchgelesen von Die Zukunft ist schön und mir ging das Herz auf. Also es ist beinahe so, als wäre das Schönste an diesem Buch hier die Werbung für das andere Buch. Es tut mir echt leid, aber es ist leider so. Und dann hier für Max und Murat eine Bubengeschichte. Ist da auch noch Werbung mit drin. Das habe ich auch da, aber das ist nur so ein Comic-Heft-Buch. Das habe ich nicht bei YouTube vorgestellt. Habe ich aber auch da, ich habe es auch gelesen. Ich fand es auch sehr, sehr amüsant und sehr, ja, fand ich auch gut, aber wie schön alles begann und wie traurig alles endet, war jetzt leider nicht so sehr mein Fall. Ich habe Hoffnung, ich habe immer noch Hoffnung, dass mir eventuell das nächste davon gefallen könnte, aber das muss ich dann sehen. Ich war schon skeptisch, als ich hinten drauf gelesen habe, um was es geht. Und ja, meine Skepsis hat sich dann ja auch bestätigt, leider. Ansonsten würde ich sagen, was das jetzt schon von meiner Seite. Es tut mir leid, es ist leider eine negative Buchvorstellung, aber auch damit müssen wir klarkommen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Mal. Bis dann.